Die Fußball-Weltmeisterschaft ist längst gelaufen. Weniger erfolgreich für die deutsche Mannschaft. Mit großem Zuspruch dagegen das Public Viewing im Filmpalast Astoria. Die Namensgebung in Filmpalast ist schon eine geraume Zeit her. Zwickau verfügte seitdem über ein durchaus schickes Kino. In die Jahre gekommen sind mittlerweile immense Umbauarbeiten nötig geworden und noch im Gange. Am grünen Donnerstag diesen Jahres wurden die ersten drei rekonstruierten Kinosäle dem Publikum wieder übergeben. Am 9. August steht die Eröffnung von drei weiteren von Grund auf überholten Kinosälen an. Damit nähert sich das Kino mehr und mehr seinem Namen, einem wahren Palast. Ein derzeitiger Blick hinter die Kulissen verrät, die Akustikfachleute, Maler und Elektriker legen letzte Hand an. Seit Anfang Mai wurde teilweise entkernt, neu verschweißt, verkleidet, tapeziert. Alle Gewerke sind im Plan. Die Kinosäle 3, 4 und 5 werden termingetreu fertig. Genau wie die Säle 6 bis 8 erwartet dann den Kinobesucher ein völlig neues Umfeld. Das Besondere an den Sälen 3 bis 5 ist natürlich, dass wir das Kinoerlebnis wesentlich verbessern könnten. Das heißt, es wird entsprechend die Rampung wesentlich steiler, sodass man den Vorgänger oder den Vorhersitzenden nicht mehr am Blickfeld hat. Entsprechend wurde auch das Bild und Ton oder die Bild- und Tontechnik erneuert. Das heißt, es wird entsprechend das neue System von Dolby 7.1 verwendet. Es gibt drei Sitzplatzkategorien in allen drei Sälen, so wie es jetzt schon die Besucher des Kinos 8 gewohnt sind. Das heißt, wir haben Standard-, Komfort- und Premium-Sitze mit entsprechend viel Beinfreiheit und natürlich auch in der Premium-Variante mit dem Fußhocker dazu, der verstellbaren Rückenlehne, sodass entsprechend der Filmgenuss gewährleistet ist. Heißt konkret, die sogenannte Rampung wurde auf 1,20 Meter erweitert und duttfreundlich steil. In den Kinos 3 und 4 sind es zwei Standard-, drei Komfort- und zwei Premium-Reihen. In Nummer 5 jeweils 1, 4 und 2. In allen Räumen gibt es nun eine 7x5 Meter große Leinwand. Überall ist eine Verdrängungslüftung ohne störende Lüftungsströmungsgeräusche verbaut. Generell sind hier die Lautsprecher nun wesentlich kleiner, in die Lichtdeko innenarchitektonisch fast wohnlich integriert. Das Klangerlebnis wurde in den Sälen für diese Größe damit wesentlich verbessert. Das heißt, wir haben entsprechend ein kristallklares Klangerlebnis und die Technik insgesamt nimmt nicht mehr so sehr viel Raum ein und stört auch diese Kinosaaloptik nicht so, weil halt natürlich die Boxen wesentlich kompakter geworden sind, aber natürlich den gewohnten Bums dahinter haben. Eine besondere Filmpremiere wird es zur Eröffnung der drei rekonstruierten Säle nicht geben. Sie starten mit dem normalen, donnerstags wechselnden Programm. Zur Eröffnung ist es uns dann natürlich mit den Sälen 3 bis 5 möglich, wieder insgesamt im Haus mehr Sonderprogramme zu spielen. Das heißt, wir werden mit Start der neuen Kinowoche am 9. August wieder die gewohnte Filmauswahl vom Verleiher zur Verfügung bekommen. Das heißt, so haben wir dann auch die Möglichkeit, insgesamt im Haus mehr Sonderveranstaltungen zu spielen, so wie es zum Beispiel mit der Animationskomödie Prinz Charming schon stattfinden wird, beziehungsweise im August spielen wir dann auch mit Mein Name ist Somebody, ein Klassiker mit Terence Hill und natürlich das Elvis 68er Comeback. Beim Comeback der Zuschauer erwartet diese auch eine platztechnische Überraschung. Die Toiletten wurden nicht nur baulich verändert und schick gemacht, sie sind vertauscht, also Obacht. Ab 13. August wird dann das Kino 2 schließen und ebenfalls einer Generalkur unterzogen.